Die Abteilungen Schellenberg und Gamprin haben am Samstag gemeinsam zum Pfadi-Schnuppertag im Kratzerwald eingeladen. Wir arbeiten jetzt schon ein gutes halbes Jahr miteinander, wir haben 10 Stunden. Es ist eine Win-Win-Situation. Wir sind froh, dass wir es so machen können, weil wir ja, von der Leiterkapazität her so einfach besser aufgestellt sind. Und für die Kinder ist es auch cool, dass man auch jetzt an verschiedenen Orten ist. Heute sind Kinder grundsätzlich für BW-Stufen, also von 1. Klasse Primarschule bis so ca. 12 maximal. Heute sind eher kleinere auch hier. Am Schnuppertag ist es auch so, dass wir auch die ganz Kleinen auch mitnehmen. Und ja, sie müssen dann halt noch ein bisschen Geduld haben, bis sie wirklich zur Pfadi kommen dürfen. Aber beim Schnuppertag soll es für jeder frei sein, um hierher zu kommen. Wir haben vorher ein grosses Spiel im Wald. Wir waren am Capture the Flag spielen. So wie ein taktisches Spiel. Es war sehr spannend, so probieren, einem anderen Team die Fahne zu klauen. Und, ja, und jetzt nach dem Spielen wird es zum Anfahren Schlangenbrot machen. Und wir machen noch so Tattoos heute. Ich glaube, es ist für die Kinder sehr spannend. Hallo, ich bin Thea, ich komme aus dem Schellenberg und bin 10 Jahre alt. Ich heiße Mia und komme aus dem Schellenberg. Ich bin Anna und ich habe heute Pfadi und wir haben heute Spiele gemacht und sie haben noch ein Tattoo gekriegt. Ich bin Leonie, ich komme aus Schellenberg. Ich bin für die Pfadi und vorher haben wir im Wald so ein cooles Spiel gespielt, das heißt Catch the Flag. Ich heiße Cora und ich komme aus Schellenberg und ich bin heute die Pfadi. Ich bin Danilo Matt, komme aus Schellenberg. Ich heiße Paul und ich bin 8 Jahre alt. Ich bin 6 und ich bin gerade heute am Snubra bei der Pfadi und es macht ganz Spaß. Ich bin schon länger Pfadi und bin einfach mit dem Schnuppertag gekommen. Wir haben uns in 2 Teams aufgeteilt und dort, jedes Team hat eine Flagge gehabt und Und das gegnerische Team halt muss vom gegnerischen anderen Team die Flagge klauen, ohne dass die anderen anfangen. Und wenn man gefangen wird, dann kommt man ins Gefängnis von der anderen. Wir tun hier, ich kann mit meinen Freunden spielen, wir tun Spiele spielen. Eigentlich sind es nur 2, wo von Gampri kam, glaub, und ich weiß gerne, wie viel vom Schellenberg. Wir bekamen ein Tattoo. So, da ist ein Pfadi-Zeichen da und steht das nächste, für die nächste Pfadi-Stunde das Datum. Ich bin, glaube ich, schon 2 Jahre oder so. Ja, und ich finde cool, dass man halt alle Freunde treffen kann. Bei unserer Gemeinde ist es so, dass man recht viel Kinder eigentlich haben bei der Pfadi. Ich glaube, es ist auch, wenn einige dabei sind, dann bringen sie auch ihre Freunde und Freundinnen mit. Und ja, zum Motivieren, ich glaube, wenn sie das erste Mal da sind und sehen, was wir alles für coole Sachen machen, dann ist die Motivation meistens hoch. Wir haben ein sehr cooles Programm das ganze Jahr. Und ja, ich denke, es ist so der Punkt, wo sie motiviert, um dann auch wieder zu kommen. Grundsätzlich einmal Pfadi, immer Pfadi. Ja, man sieht jetzt bei uns bei den Leitern. Wir haben auch ein sehr cooles Leiterteam beieinander. Dort sind, ja, der Altersschnitt ist irgendwo wahrscheinlich bei 25 plus minus. Wir haben aber auch Leute dabei, die schon ein Stück älter sind. Und wir sind auch froh um jeder, der dort dabei bleibt und hilft und uns unterstützt. Von dem her, es gibt kein Alter, wo wir sagen, jetzt ist fertig. Es darf jeder bleiben, solange wir gerne möchten.